Ich möchte natürlich einen saftigen Latte haben und dafür ist die Lattmaschine natürlich bestens geeignet. Ihr stellt das Gewicht ein, das ihr braucht. Den Sitz setzt ihr so, stellt ihr so ein, dass ihr ordentlich fixiert seid und nicht mit dem Oberkörper abhebt. Sollte aber so eingestellt werden, dass ihr gerade so an die Teile rankommt, dann habt ihr auch die komplette Full Range of Motion. Ich sehe einige, die greifen dann hier und arbeiten nur in diesem Winkel. Er ist ganz nett für die Arme, aber den Rassismus greift ihr damit nicht wirklich. Ja? Geht hier schön in den Stretch, zieht in den Latt rein, wieder stretchen, lehnt euch ruhig damit ein bisschen vor und runter. Ein bisschen vor und wieder runter. Wichtig ist auch, ab und zu sieht man das, dass Menschen das hier machen. Eine Innenrotation mit dem Schultergelenk, weil sie denken, okay, jetzt ist es noch ein bisschen effektiver. Lasst das auf jeden Fall sein. Ihr macht euch hier die Rotatorenmanschette kaputt, vor allem wenn ihr ein hohes Gewicht da drauf habt. Stretchen, runterziehen, Schulterblätter hinten zusammen und nur so weit runterziehen, dass der Ellenbogen noch unter dem Griff ist. Ein weiterer Fehler, den ich ab und zu sehe, die Ellenbogen sind hier hinten. Das heißt, es wird hier runtergezogen, aber der Ellenbogen ist gar nicht in der richtigen Position dafür. Das heißt, Ellenbogen unter den Griff, Stretch, runterziehen, Stretch, runterziehen. Und dann klappt das auch mit der Rückenmuskulatur.